Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Viele von euch werden diesen Spruch sicherlich schon kennen. Er kommt von einer Person aus Mittelfranken, die seit geraumer Zeit im Internet ihr Unwesen treibt. Rainer Winkler, aka der Drachenlord. Mit Tanz- und Metal-Meinungsvideos wurde er bekannt und ist mittlerweile auch über die Szenegrenzen eine Art Kultfigur geworden. Meine lieben Freunde, heute ist Donnerstag, das heißt Metal für alle Tag. Ich beschäftige mich also mit allem, was so in der Metal-Szene ein bisschen abgeht, und das sind normalerweise Bands, Alben und irgendwelcher Gossip. Wer sich gerade mit jemandem streitet und so weiter und so fort. Der Drachenlord hat aber innerhalb unserer Szene bzw. innerhalb der Online-Community eine ziemlich breit aufgestellte Fanbase bzw. auch Haterbase, und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich sollte dieses Thema und diese Person auch mal in meinen Videos thematisieren. Nach Rainers eigenen Aussagen zu schließen, gibt es unter seinen 5.500 Abonnenten allerdings 13% Hater. Das ist eine ganze Menge, habe ich mir gedacht, und sie sind auch extrem aktiv. Ja, vor allen Dingen Rainer als arbeitslosen, asozialen Schwachmaten darzustellen. Auf der anderen Seite hatte Rainer allerdings noch nie so wirklich die Möglichkeit, mit diesen ganzen Vorurteilen und diesen ganzen Lügen, die über den sogenannten Lügenlord verbreitet werden, aufzuräumen. Sogar ein Radiointerview wurde von den Hatern geblockt. Ich weiß, dass viele von euch die reine Wahrheit, das wahre Gesicht des Rainer Winkler, des Drachenlords, des Metal-Drachen kennenlernen wollen, und dementsprechend habe ich mir gedacht, vor allen Dingen, weil ich gerade in der Gegend war, fährst du einfach mal in Emskirchen als Schauerberg 8 vorbei und unterhältst dich mal mit Rainer Winkler. Ich fuhr also vorbei und bin gar nicht davon ausgegangen, dass sich Rainer wirklich Zeit für mich nehmen würde. Tatsächlich redeten wir dann 1,5 Stunden, und ich nahm sogar eine Roomtour auf, die ihr dann übrigens morgen hier auf diesem Channel sehen könnt. Von diesen 1,5 Stunden kann ich euch natürlich nicht alles zeigen, dementsprechend habe ich das natürlich ein bisschen einkürzen müssen, und da im Drachenlord-Universum Hashtags eine große Bedeutung spielen, habe ich einfach jeden Abschnitt statt mit einer Überschrift mit einem Hashtag versehen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, wie es denn aussah, als ich bei Rainer zu Besuch war. Meine lieben Freunde, ich weiß ja ganz genau, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen über Rainer Winkler gibt. Ich würde euch vorschlagen, einfach mal Tabula Rasa zu machen, einfach mal alle Vorurteile fallen zu lassen und euch das Video zu Ende anzuschauen und dann zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich passiert hier? Hallo meine lieben Freunde, ich bin gerade im wunderschönen Mittelfranken. Und wo bin ich jetzt wohl auf dem Weg hin? Nach Altschauerberg 8 in Emskirchen. Wer wohnt da? Der Drachenlord. Warum fahre ich da hin? Ich kenne seine Videos jetzt seit über 2 Jahren, glaube ich. Und er hat mal in einem Video gesagt, ich sei sein Vorbild. Und wir haben auch mal ein bisschen geschrieben. Und ich habe mir gedacht, Mensch, schaust du mal vorbei. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Wie sind denn seine Videos da so entstanden? So das Umfeld. Wo wohnt der Herr, der mittlerweile, sag mal, Kultstatus hat in der YouTube-Metal-Szene, die ja nun recht spärlich bestückt ist mit Vertretern. Und da ich ja nun mal auch einer bin, der YouTube und Metal gemeinsam macht, habe ich mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Ich habe mich vor einer halben Woche angemeldet. Er meinte, es ist okay. Wir fahren da jetzt hin. Ich habe mich schon entsprechend ausgestattet. Es ist mittlerweile nämlich schon 18 Uhr oder so. Schauen wir uns mal Emskirchen an. Bis dann. Ich bin gerade an Ortschaft mit den Namen Kotzenaurach und Fickenmühle vorbeigekommen. Junge, 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 wir fahren ja ganz schön auf die Provinz, glaube ich. So, meine lieben Freunde, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin gerade in Emskirchen und da hinten wohnt er. Und da gucken wir jetzt mal vorbei, ob er da ist. Also eigentlich müsste er da sein, weil ich habe es ihm eigentlich gesagt, dass ich komme. Und er hat es mitgekriegt. Mal schauen. Ah, so, schauen wir doch mal. So, sein Auto steht da, also müsste er eigentlich da sein. Rainer! Ah, da bist du. Ich habe dich gar nicht gesehen. Die Sonne blendet. Hallöchen! Junge, 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 sieht man sich auch mal. Problem, wenn ich die Kamera mitlaufen lasse? Nö, Hallöchen. Nicht. Könnt ihr fast mal gleiche holen, ne? Du hast dieselbe, siehst du? Guck ja. Mal, ja, vom Größenvergleich, er ist wirklich groß. Ja. Hast du Bock ein bisschen schwatzen? Ein bisschen unterhalten? Oder ja, können wir im Prinzip schon machen. Ein bisschen erblebt bei mir. Soll ich Tür zu machen? Ist egal. Okay. Ja, ich höre hier schon Metal. So, ha, sind wir doch beide drauf. Hervorragend. Da kann ich dir auch mal in die Augen gucken. Du hast den Schwarz. Ja, wieder was gelernt, ne? Ja, das war mir zu Mainstream. Okay. Ja, also, ne, ich trage immer Schwarz. Selbst die Jogginghose ist Schwarz. Und ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ne, wieder was gelernt. Ja. So, Metal-Leute, erstmal Servus und guten Tag. Sehen wir an, wer da ist. Und gleich mal wieder was gelernt, ne? Und zwar die Kamera kann man unten sogar aufklappen, die Vlog-Kamera. Und ja,
Nicht schlecht. Heute quasi im Doppelpack, der dunkle Parabelritter ist mal vorbeigefahren. Ja? Bisschen, genau. Bisschen im. Hat auch seine Cam dabei. Mittelfranken ist das hier, ja? Da fragst du mich immer was. Ich weiß nicht, was Franken sind. Ich glaube, Mittel- oder Oberfranken. Bin mir ganz sicher. Ich habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht. Auf jeden Fall, er ist so groß, wie er es immer gesagt hat. Man gibt's, ich kriege ja auch so mit, was die Hater oder was, wer auch immer das so ist, so schreiben. Ja. Mach schon und alles Mögliche. Er ist wirklich so groß. Ja, also die 1,96, 100%, ich weiß nicht, aber ich bin auf jeden Fall über 1. Ich wollte mich ein bisschen mit dir unterhalten, wenn ich sowieso schon mal da bin, wie das so aussieht bei dir hier so. Jo, freilich. Auch Pläne von wegen Drachenlord. Du hast ja jetzt 5.500 auf Drachenlord, ne? Knapp 5.500, ja. 5.500 und auf dem Vlog-Channel 4.000 noch was irgendwie. Views meinst du jetzt, oder? Abonnenten. 5.500 Abonnenten, genau. Genau, 5.500 Abonnenten. Ich habe nämlich jetzt neulich spontan im Livestream, weil ich wollte heute Abend wieder Juno streamen, weil das mache ich jetzt auch jeden Tag. Und habe heute Abend im Juno Stream neulich Abend neulich nachgeschaut. Und da stand irgendwas drin von, ja, 500.000 Views. Und ich, yes! Wenn man bedenkt, habe jetzt mittlerweile meinen Großteil von meinen Videos, vor allem die Drachenlord-Videos, wo ich die Kommentare mache und so weiter, die sind ja echt beliebt mittlerweile. Die haben ja alle im Schnitt 10.000 Klicks. Mhm. Und wenn man bedenkt, 5.500 Abonnenten in etwa. Das geht ganz schön ab, weil sie haben teilweise heftig. Echt mehr Views als meine. Ja. Ich meine, ich mache auch viel Zeug zu Bands und so, das interessiert halt immer auch nur so ein Teil. Aber es geht ganz gut ab bei dir. Ja, wichtiger Mensch. Gib mir einmal die Nummer, ne, und schon. Darf man nicht, ne? Ne, das ist echt eine Katastrophe. So, machen wir mal den Flugzeugmodus an. Das Coole zu Hause, Flugzeugmodus an, WLAN an. Mir wurscht. Dann interessiert es mir, die Leute, die mich erreichen wollen, die erwischen mich auch über WhatsApp und die anderen blogge ich einfach. Und dann hat sich da die Sache. Ja. Rufen sie mich an, Schnauze halten, aufgelegt. Wie war es beim Rock am Herzfeldsee? Ich habe es in meinem Video schon gesagt, es war mega unorganisiert, finde ich. Okay. Also 5.000 Leute, klein ist okay, ist cool, aber es ist halt einfach mal ein kleiner Campingplatz gewesen. Wir haben dann am Tagesplatz, wo bloß die Leute für einen Tag kommen, haben wir dann da gezeltet, weil zwei von uns haben im Auto geschlafen, die anderen im Zelt. Und es war halt wirklich eigentlich, ja, dann labert er mich an, ja, ich kann nicht mehr zurückfahren, ne, wo ich hergefahren bin und ich habe keinen anderen Ausweg, ich kann nicht mehr zurückfahren, weil da Einbahnstraße ist. Mir wurscht, meinst du, komm ich nicht durch oder was? Gas geben, durchgefahren, weg. Dann habe ich mir hinten hingestellt, weil da waren wir nämlich erst am Zeltplatzzeug und dann hätten wir eben noch mal rausfahren müssen, die Straße noch mal ein Stück zurück und dann auf den Tagesplatz. Und das war komplett unorganisiert. Weißt du eigentlich, dass es ein Spiel gibt, wo man durch dein Haus gehen kann und du Dragon dann Isolation, ja, genau. Drache Isolation oder wie auch immer. Ja, genau. Ja, kenne ich schon. Ich habe mir ernsthaft schon belegt, vorhin habe ich erst wieder dran gedacht, habe mir gedacht, ruf meinen Kumpel an, ey, machen wir mal Drache Isolation Real Life. Einfach mal aus Gaudi. Oh Mann. Na, da bräuchte ich dann ja jemanden, der hinter der Kamera steht quasi und dann mache ich halt einfach auf Drache. Ist schon krass, dass sich da Leute so einen Aufwand machen, ja, und so viel Zeit nehmen, sowas nachzubilden. Zum Beispiel auch diese ganze Drache nervt Videogeschichte, das sind ja Staffeln entstanden und wir wissen ja, wie viel Arbeit das macht, so ein Video zu produzieren. Ich mache zurzeit auch Musik. Dann habe ich aus Gaudi einfach mal wenigstens so ein Hip-Hop-Zeug gemacht. Einfach weil ich da ein bisschen so die Loops dafür hatte. Habe das dann mal kurz in einem Video gezeigt und ganz witzig die Kamera hinhalten. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Der Sound ist von mir. Sound von mir, aber die Stimme ist vom Hater. Man muss ja wirklich sagen, du hast ja so ein paar Sprüche, die mittlerweile so Kultstatus erreicht haben. Ja. Aber gibt es Sachen, die du jetzt im Nachhinein bereust, die du vielleicht niemals hättest produzieren sollen oder niemals an die Öffentlichkeit hättest stellen sollen? Ich meine, ein Video gibt es natürlich, wo sich jeder denken kann, das hätte ich niemals machen sollen. Das ist natürlich das, wo ich damals diese ganze Anfangssituation hatte mit den Nazis damals. Meinst du das jetzt mit billige kleine Kacknazis? Genau, oder das? Ja. Genau, ja, das ist. Na gut, da warst du ja auch in einem emotionalen Ausnahmezustand, ne? Ja. Ja, das war schon blöd von mir, das zu machen, aber ja gut, was dabei ist, jetzt ist es runter, ich lösche es immer wieder, wenn es neu hochgeladen wird. Manchmal, mittlerweile ignoriere ich es einfach. Ja, ich glaube, die haben das alle auf ihren Datenbanken, ich glaube, so richtig wegkriegen tust du es auch nicht. Was ist denn eigentlich mit diesen Sex im Mittelalter und Hausmädchen-Stories, was da diese Texte? Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe mal was Ähnliches geschrieben, aber das, was die da alle verbreiten, das ist nicht von mir. Das ist nicht von dir, nein? Nee, ich habe mal eine Geschichte geschrieben, die habe ich jemandem geschickt, die war aber
lange nicht so, das mit diesem Hausmädchen, wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche, das ist ja schon, das geht ja schon richtig ins Pädophile eigentlich. Mhm. Ich hab's zwar nötig, aber so nötig auch nicht. Ich bin ja jemand, ich höre sehr stark auf die Texte, denk mir was bei den Texten, das sieht man ja vor allem in meinem Time of Metal immer. Bei dem Time of Metal, da haben wir ja auch viel Kritik, weil du im Endeffekt nicht so richtig zum Punkt kommst, weil du machst ja auch sehr lange Videos. Ne? Ich habe halt auch oft immer mich widersprochen, mich immer wiederholt und alles. Mhm. Und ich habe halt auch das Problem mit meinem ADS und Legasthenie. Mit Legasthenie ist die Leseschwäche und die ADS ist ja Aufmerksamkeitsschwäche. Mhm. Wenn ich mich auf irgendwas nicht dauerhaft konzentrieren kann, dann flattern meine Gedanken halt woanders hin und dann weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Was hältst du eigentlich von den Produktionen von deinen Hatern, sage ich jetzt mal, Regenbogenscharf? Der hat ja mittlerweile auch schon eine mächtige Menge an Material aufgefahren, Songs produziert, ein Hörspiel produziert, ja, und taucht ja immer mal im TS auf und tauchte zumindest im TS auf. Und, ja, ja. Was hältst du davon? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ scheint echt kein Leben zu haben. Das ist ja schon mal das Erste, was der an Zeit daran steckt. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Typen auf meinem Teamspeak gebannt habe. Ich glaube, ich habe allein diesen Typen bestimmt 100, 200 Mal gebannt und das ist echt keine Übertreibung. Der kam an einem Tag locker 10, 15 Mal rein und der ist über Wochen hinweg. Und da muss ich mir echt Gedanken machen, hat der Typ kein Leben? Ich meine, ich stecke wirklich sehr viel Zeit in meine Videos, habe auch sehr viel Zeit dafür. Mhm. Der Mensch, der scheint ja einen unglaublichen Hass auch zu haben. Das ist halt ein Mensch, den kann ich nur bemitleiden. Weil der scheint echt in seinem Leben nichts anderes zu haben als den Hass gegen mich oder gegen meine Videos. Aber zum Beispiel dieser Lügenlord-Song, der ist ja schon ganz schön catchy. Der geht ja ins Ohr und du benutzt den ja auch manchmal. Du weißt ja mit Sicherheit als YouTuber selber, man hat ja auf YouTube die Möglichkeit, Songs sich zu ziehen und diese Songs gleichzeitig dann wieder halt zu verwenden. Die dürfen wir ja mittlerweile. Mhm. Und das ist einer dieser Songs, der Song kommt gar nicht von ihm, nur die Stimme, was Lügenlord sagt. Der Rest kommt dann vom Ding, nur von YouTube halt. Also... Es ist nicht komplett von ihm. Drachenlady ging ja auch total vom Baum, ne? Aha. Was ist denn da eigentlich gelaufen? Also irgendwie war da... Ist sie auch belästigt worden oder sowas, ne? Also sie hat jetzt glücklicherweise teilweise gar nicht so viel mitbekommen davon. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder weniger Kontakt zu denen. Ich kenne die aber auch schon seit, ich weiß nicht, seit ich in der Schule war selbst. Also die war halt dann 3 Klassen oder 4 Klassen unter mir damals. Damals war ich noch viel zu unorganisiert und ich bin es auch heute teilweise noch. Also ich versuche mich zurzeit immer besser zu organisieren. Dieses Drachenvlog, das läuft ja prozentual eigentlich besser als Drachenlord. Könntest du dir vorstellen, dann Drachenlord den Channel an sich zu beenden und dann nur noch Drachenvlog zu machen? Weil im Endeffekt produziert sich es auch einfacher und schneller. Beim Drachenlord ist es halt so, die Videos sind ja schon an sich. Ich meine, das weißt du von dir selbst. Die Videos, wo man so macht, die sind viel aufwendiger. Man muss recherchieren, in meinem Fall muss ich dann auch noch ein paar kleine Videosketche oder was drehen. 4 Drachen und Metal soll ja jetzt wieder kommen. Im Prinzip ist das eine einfach wie ein Video, wo du im Fernsehen oder sowas auch schaust. Und das andere ist im Prinzip einfach nur jemand, der Blödsinn macht. Die Schöne und das Biest. Jo. Ja, ich bin ein unglaublich großer Disney-Fan. Und falls ich irgendwann in Äonen mal die Möglichkeit habe, wirklich auch als YouTuber irgendwie nach Amerika oder so zu gehen, weil ich will ja eigentlich mal auch die Weltreise machen, die Ungarn zurzeit macht. Würde ich ja eigentlich auch gerne machen. Das war ja eigentlich meine Idee. Aber er hat es dann halt vor mir gemacht. Lion turned off. Okay, Lion. Das sagt mir jetzt gar nichts. Nee, aber bei ihm ist es so, dass er quasi mit dem ganzen Hate nicht mehr klargekommen ist. Und hat jetzt aufgehört. Kannst du das nachvollziehen? Weil du hast ja auch viel mit so Hate zu tun, ne? Ja, mit dem Hate eigentlich mittlerweile. Am Anfang war es wirklich eigentlich krass. Mhm. Auch zu der Zeit, da hast du mich auch mal kurz erwähnt irgendwann. Damals war es halt wirklich so, dass ich wirklich an einem Punkt war, wo ich mir wirklich gedacht habe, wie mache ich jetzt weiter und alles. Kommst du klar? Liest du noch Lach schon mit, oder? Lach schon, nee. Sind ja mittlerweile bei 1900 oder ja, so. Ja, hier Lach schon will ich ja noch ernsthaft vorgehen. Ich vergesse bloß immer zu meinem Cousin, zu meinem Großcousin zu gehen. Mein Großcousin ist nämlich Anwalt. Mhm. Und das, was die machen, da, das ist ja schon mittlerweile die reinste Hating und so und Mobbing und so weiter. Mhm. Das geht ja schon echt, das ist ja schon einmal legal, was die machen. Mhm. Und deswegen will ich da echt noch ernsthaft vorgehen. Bloß ich schaffe es immer nicht zu meinem Onkel zu fahren, weil der arbeitet, der kommt zwar auch aus Kirchen, aber der ist halt in Nürnberg und in Fürth, da hat er seine Kanzlei halt, hat auch seine eigene Kanzlei und alles. Eines der coolen Sachen ist ja, die Hater glauben immer nicht, dass ich das mache. Mhm. Ich habe zwar gegen schon manche schon was gemacht, aber die glauben immer, dass ich das nicht mache und dass ich das nicht bringe. Aber irgendwann mache ich es halt wirklich mal und dann schaue ich es halt böse aus der Wäsche, weil dann kann man im Notfall auch noch abkassieren, wenn die Pech haben. Was sind so die krassesten Aktionen, die jetzt so von den Hatern gelaufen sind?
so gegen dich bzw. deine Familie oder sowas? Vor einiger Zeit haben wir am 1. Mai haben wir bei mir ein bisschen gefeiert, ich und ein paar Leute. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob ein paar von den Leuten das waren oder ob das andere Leute waren. Angeblich waren es andere Leute, die hier eingestiegen sind an dem Tag und Bilder von mir im Haus überall gemacht haben. Echt? Der Witz daran ist, ich habe mich ja immer, also ich meine Metal und so, ne, und Einzelpersonen und Single. Deswegen schaut es bei mir immer überall aus, ne? Habe ich mich immer ewig für geschämt, schäme ich mich eigentlich auch dafür. Es gibt ja mittlerweile sogar Leute, die bieten Geld dafür an, dass die private Nachrichten, wenn ich mit einem Mädel oder irgendwas mal auf Twitter mal kurz was schreibe, dann heißt es sofort, hat mir jemand geschrieben, die kommt hier aus der Nähe, die hat mir geschrieben und dann haben die auf Twitter das mitbekommen und haben sie angeschrieben und haben geschrieben, schick uns die privaten Nachrichten von dir und Drache und verarsch ihn und wir zahlen dir dafür Geld. Krass. Das ist nicht nur... Kann man sich nicht vorstellen. Da war auch irgendwie mal ein Foto, also quasi jemand, der auf ein Foto ejakuliert hat. Ne? Also ja, ja. War jetzt sowas. Und dann hatte ich mal einen Statuspost gelesen, dass dir irgendjemand Scheiße geschickt hat in deinen Postfach. Das ist nie passiert. Das ist ein Fake. Mir ist zwar passiert, dass mir jemand vor kurzem mal das erste Paket zugeschickt hat. Die haben einfach nur eine Kiste genommen, haben da Müll reingeschmissen, haben die verpackt und haben die verschickt. Und dann denke ich mir einfach nur noch, was zur Hölle, das kostet doch Geld. Wie oft passiert das, dass da irgendjemand mal vor deiner Haustür steht und vorbeiguckt? Oder? Alle paar Monate mal. Vielleicht alle paar Monate halt. Es ist aber jetzt. Also, es ist nicht so häufig, dass du jetzt jeden Tag rausguckst und da steht. Nee, noch nicht. Ob das wirklich erschienen ist oder nicht erschienen ist, weiß ich gar nicht. Ich habe es gemacht. Ich war dort, ich habe auch ein Video davon gedreht gehabt. Das habe ich mittlerweile auch nicht gelistet, aber ich habe es noch hochgeladen. Ja, und wir haben das ja gemacht und alles. Aber der Typ, der hat es immer wieder rausgeschoben und das war auch die lächerlichste Aussage dahinter, was ich mir jemals gedacht habe. Die haben anscheinend Nachrichten von Hatern bekommen, dass ich ein Nazi sei und dass die dieses Interview nicht bringen sollen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir halt einfach nur noch, what the fuck, was ist das für eine Scheiße, was ist das für ein Schwachsinn? Und die haben sich ja dabei nie da wirklich zu geäußert, was jetzt da Sache war. Und irgendwann nach bestimmt 3 Wochen, wo sie mir immer wieder gesagt haben, ja, es kommt ein Wochenende, und ich das dann dauernd im Video erwähnt habe, dass es kommt, dass die halt auch zuschauen, die Leute, was war, nichts ist gekommen und ich war dann halt da schon als Lügner. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich auch als Lügner gekommen genau. Ich meine, da gab es noch mehr Punkte, aber das war einer der Gründe und... Mhm. Ich habe dann irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ja. Ne? Ja. Sonst was? Ihr könnt mich mal und sonst lasst das Video komplett raus. Wieso hast du dir eigentlich deine Haare abgeschnitten? Weil sie kaputt waren. Wenn ich früher durch meine Haare gefahren bin, ich bin halt nicht durch die Haare gekommen. Und jetzt mittlerweile, ich benutze jetzt ein Haaröl, weil ich habe sehr trockene Haare, jetzt geht es ohne Probleme. Also das ist überhaupt kein Stress jetzt. Und ich konnte nicht mal so durch die Haare fahren. Ich bin hier hängen geblieben überall. Ich hatte richtige Knülle. Ich habe richtige Knoten in den Haaren gehabt, dass die sogar rausgeschnitten werden mussten. Und ich mache halt einfach so eiskalt, nehme mir Schere, rausgeschnitten, ein Riesenloch drin, hat man nie gesehen, wegen diesen langen Locken und alles. Vier Drachen und der Metal werde ich mir jetzt in der Zeit nehmen. Erst einmal kommen die alten Folgen noch einmal neu aufgenommen. Das heißt mit besseren Effekten, Soundeffekten, Explosionseffekten und sonstiges Zeug. Also die Sache ist, die Drachenbade, ob das jemals irgendwann in irgendeiner Art und Weise wieder kommt, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich schreibe ja nach wie vor meine Geschichten, ich schreibe ja nach wie vor meine Bücher. Ich arbeite ja zur Aber Zeit nicht Sex im Mittelalter. Nein, nicht Sex im Mittelalter. Ich schreibe auch erotische Geschichten, aber meine erotischen Geschichten sind nur auf meinem Rechner. Die erotischen Geschichten sind lediglich auf meinem Rechner, die werden auch nie veröffentlicht wahrscheinlich. Aber ich schreibe momentan zum Beispiel an einem Buch, das nennt sich Der Drachenbade. Und das ist im Prinzip sowas wie Max und Moritz, also vom Buch her. Da hat man ja ein Buch gehabt mit vielen kleinen Geschichten von Max und Moritz. Ja. Und sowas in der Art soll das auch sein. Das soll der Drachenbade heißen oder die Geschichten vom Drachenbaden irgendwie so. Und das sollen halt mehrere Kurzgeschichten sein. Und das will ich dann halt als Buch rausbringen. Und das würde ich gerne auch rausbringen. Man setzt sich abends hin, trinkt ein Bier, weißt du schon, hat dann vielleicht auf den Stream laufen. Das Coolste ist ja, ein bisschen später am Abend ist es dann wirklich noch so gekommen, dass mich irgendjemand bei den Moderatoren auf YouNow angeschwärzt hat, dass ich rauche und dass ich trinke. Dann kam der Moderator und dann hat es geheißen, es ist verboten auf YouNow. Was hat der Moderator gesagt?
Der Streamer ist über 18 und darf damit auch Alkohol und auch rauchen im Stream. Ich hatte da irgendwie was gelesen von wegen, dass dein YouNow-Channel geblockt worden ist oder sowas. Das ist wieder so eine typische Aktion. Einer schreibt es, 50 Hater lesen es und denken sich, cool, der wurde gebannt, also müssen wir damit ehrlich sein, und dann schreiben sie immer wieder, du wurdest gebannt, warum wurdest du gebannt? Und dann fragen sie halt auf 50 verschiedene Arten und Weisen, warum ich gebannt wurde, und ich stehe einfach nur noch da, Blog, Blog, Blog. Und du wurdest gar nicht gebannt, also nein, das Streaming läuft weiter. Ich wurde nie gebannt. Okay. Haben die jemals gegen dich gewonnen in irgendwas? Also die Hater. Haben die dich mal irgendwo dran gekriegt, dass sie dich erwischt haben? Mal abgesehen davon, dass ich vielleicht irgendwo eine Lüge erzählt habe und das halt eigentlich aus Selbstschutz auch gemacht habe und das dann aufgeflogen ist, nein. Okay. Also. Du hattest mal das erste Mal, als du aus deinem Auto gefilmt hattest, wo du irgendwie zum Einkaufen gefahren bist, gab's da wirklich Stress? Oder? Da muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist ja, ich hatte gesagt, ich bin nicht alleine gefahren und das ist richtig und gleichzeitig falsch. Ja. Denn ich habe zwei Videos gemacht aus dem Auto. Bei dem einen war jemand dabei und beim anderen war ich alleine. Ja. Das Video, was ich hochgeladen habe, war ich alleine. Ja. Und das war ein Fehler in meinem Schädel. Da habe ich gesagt, es war jemand dabei, dabei war es im Video gar nicht so. Ja. Das heißt, da war es eigentlich wieder eine Lüge. Aber haben die dich da irgendwie angeschwärzt bei der Polizei? Die haben mich angeschwärzt. Okay. Das Interessante ist, da hat mich jemand angezeigt, der überhaupt nicht aus Deutschland kommt. Und dann hat es halt irgendwie geheißen, der kennt sich in unseren unserem Rechtssystem ja gar nicht aus. Ja. Und man darf in Deutschland ja mit einer Hand am Auto fahren. Ja. Also mit einer Hand am Lenkrad darf man ja fahren in Deutschland, außer man ist halt irgendwie Gefährdung für andere. Und das ist man halt einfach nicht in dem Moment gewesen. Also ist das dann fallen gelassen worden? Das wurde fallen gelassen, okay. Das ist nur noch nichtig gewesen. Ja, ja. Hast du irgendwie Angst, dass das, was du auf YouTube machst, dir irgendwann mal im Weg stehen könnte bei irgendwas? Also dass du quasi wegen einer Rufgeschichte, also dass dein Ruf sich irgendwie verändert oder... Das Einzige, wo ich wirklich ein Problem habe, ich meine, ich kann es jetzt hier auch sagen, ich habe es in meinem Video jetzt auch gesagt, wo jetzt er hochlädt gerade. Ich bin zurzeit arbeitslos. Ich habe immer wieder eine Arbeit zwischenzeitlich. Das Einzige, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ist momentan, dass mir YouTube im Berufsleben im Weg steht. Was ich auf der anderen Seite aber sagen muss dazu, ich würde eigentlich beruflich gerne in den Bereich Medien oder sowas machen, was man halt auch mit YouTube verbinden kann. Zum einen, weil ich besser damit werden möchte, zum anderen, weil halt das wirklich was Cooles ist, was mir auch gefällt, was ich auch gerne mache. Das Problem ist halt da irgendwie reinzukommen, weil ich bin in der Sonderschule gewesen, ich habe nur einen normalen Schulabschluss, ich habe keinen Hauptschulabschluss, was man ja schon Minimum für alles braucht heutzutage. Und also im Moment beruflich mache ich mir da Sorgen, aber für alles andere, sei es jetzt mit Frauen, sei es jetzt mit Freunden und so weiter, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Über mich können die labern, was sie wollen, aber halt meine Freunde und meine Familie sollte da halt schon außen vor lassen. Ich finde sowieso, es ist das unterste Niveau von Menschen, auf andere Menschen loszugehen, indem man auf Familie oder Freunde von der Person losgeht halt. Ich war ja auf dem Rock am Herzfeldsee jetzt am Wochenende. Vorne gewesen bei Dragon Force, bin zurückgelaufen, war patschnass, also vor Schweiß, mich erstmal von einem Kanister Wasser über den Schädel geschüttet, Haare gekämmt, und dann bin ich mit einem Kumpel noch ein bisschen hin und her gelaufen. Mhm. Auch ein Fan war da dabei. Und dann sind zwei Mädels und ein Junge an uns vorbeigelaufen, und das eine Mädel bleibt stehen und schaut mich an und so, bist du wirklich der Drache? Und hat so richtig große Augen bekommen, so richtig begeistert. Und was ich sagen muss, was ich wirklich cool fand, die hat sich so unglaublich darüber gefreut. Die hat so gemacht, dass ich hat schon gedacht, die muss gleich weinen und so. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle? Das war halt schon wirklich so eine Offenbarung eigentlich für mich, wo ich wirklich sage, das ist echt krass. Auf der anderen Seite, mir sind schon viele Leute jetzt begegnet, Fans, die zu mir gesagt haben, dass meine Videos, meine Videos einfach unglaublich gefallen und so weiter, dass die das halt einfach feiern, weil ich einfach so natürlich rüberkomme oder weil ich halt einfach... Meine Videos zum Beispiel, ich bin für einige mittlerweile als Vorbild, weil ich mich durch die ganzen Hater, durch das ganze Gehate nicht unterkriegen, dass ich einfach weitermache. Mhm. Ich meine, jeder andere oder nahezu jeder andere hätte da wahrscheinlich schon lange gesagt, wisst ihr was? Ja, zu dem Punkt habe ich noch einen Gruß an dich vom Emanuel von Metal Maniacs. Der ist ein großer Fan von dir, hat mir jetzt extra noch ein Bild geschickt, was ich dir eigentlich zeigen sollte, wo er... Von den Heavy Metal Maniacs? Genau. Okay. Wo er ein Drachenlord-Shirt anhat, hat er zum Geburtstag gekriegt, sollte ich dir noch zeigen und einen schönen Gruß bestellen. Oh, krass. Du kannst dich hier bei ihm quasi für den Gruß nochmal revanchieren. Ja, auf jeden Fall, echt geil. Die Heavy Metal Maniacs, also der Kanal hat mich ja... Ich habe da mal irgendwann unter einem Video was gepostet, zu Weihnachten war das, glaube ich. Und dann kam ja auch ein Kommentar zurück. Und da muss ich auch sagen, das war unglaublich geil.
Und das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel sage, ich will ja eigentlich auch, weil wir vorhin davon gesprochen haben, was ich gerne noch machen würde. Mhm. Etwas, was ich gerne machen würde, wäre eine ähnliche Sache, nur nicht jetzt Heavy Metal Maniacs, mhm. sondern etwas mit einem kleinen Drachen, mhm. der auf Festivals fliegt. Und das soll eigentlich eine Animationsserie werden. Ich habe dafür auch voll die geilen Ideen und alles. Nur viel Arbeit und viel Können. Ne? Das ist das eine, und das andere ist halt, ich bräuchte da wirklich jemanden, der die Animationen macht, irgendwann mal. Ja. Leute, wenn ihr Animationen machen könnt und für ihn einen kleinen Drachen in einer Webserie produzieren wollt. Vor kurzem hatte ich ja jemanden, der wollte diese Serie tatsächlich auch machen. Mhm. Allerdings wollten die es im Fernsehen produzieren und wollten, dass ich dann erst einmal, und da habe ich erst wieder gedacht, das sind Hater, weil A. Ja, das ist. A sind Fans, A wollte der hergehen und wollte, dass ich halt es in meinen Videos öfter immer wieder erwähne, erst einmal, ne, dass ich erst meinen guten Willen zu zeigen. Mhm. Ne? Das ist ja ungefähr wie diese Finanzierungsgeschichte gewesen, wo die dich dran gekriegt hatten mit diesem. Das war eines der Sachen, wo sie mich dran gekriegt haben. Wobei ich am Anfang schon sehr skeptisch war, logischerweise. Mhm. Später habe ich dann gedacht, okay, cool, ne, schaust halt einmal. Und weil es halt ähnliche Projekte wirklich gibt, bin ich dann halt dann am Ende doch schon drauf reingefallen. Ja. Das ist jetzt eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das ist, da haben sie mich dran gekriegt. Ja. Ich habe damals die Band Varg angeschrieben über YouTube. Niemals hätte ich gedacht, dass die, wenn die nicht geantwortet hätten, wäre das vielleicht nie dazu gekommen. Mhm. Die haben mich angeschrieben. Also Varg ist der Grund, warum der Rainer Videos macht. Und dann habe ich halt ein Video gemacht über Varg. Das ist ein Video, wo ich mir heute da denke, das gehört fast nochmal neu gemacht. Mhm. Damals halt komplett unvorbereitet, einfach nur, ich glaube, das geht sogar fast 50 Minuten, das Video. Aber das ist halt wirklich was gewesen, wo ich halt einfach denke, cool, damit hat alles angefangen. Und das ist halt wirklich ein Teil meiner Geschichte auf YouTube. Ich danke dir auf jeden Fall für das sehr ehrliche Gespräch, Interview, wie auch immer, Vlog jetzt in diesem Moment. Metal-Leute, servus und willkommen beim Drachenlord. Das ist der Satz, den halt alle von mir hören wollen. Auf dem Summer Breeze ist mir dauernd gesagt worden. Und das andere für die Hater... Ihr habt keine Chance und habt schon verloren, nur ihr wisst es noch nicht. Das wär's. Na, das ist doch ein Abschlusswort. So, das war's aus Altschauerberg 8 in Emskirchen mit dem Drachenlord. Vielen Dank. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem Interview. Ich fand's einfach mal sehr wichtig, dass Rainer seine eigene Meinung darstellt. Deswegen habe ich mich aus dem Video auch mehr oder weniger total rausgenommen, damit ihr einfach hört, was er dazu zu sagen hat. Ich würde sagen, die Hater haben schon verloren. Keine Chance, kann zu hier. Vielleicht hat sich eure Meinung geändert. Was denkt ihr vom Drachenlord? Was haltet ihr von seinen Videos? Schreibt es mir doch dort unten in die Kommentare. Hat mein Video ein bisschen was dazu beigetragen? Fandet ihr es gut, dass ich mal vorbeigeschaut habe? Und freut ihr euch auf die Roomtour morgen? Wir sehen uns. Ich bin euer dunkler Parabelritter und bis bald. Tschüssikowski.